So, jetzt geht's weiter wieder mit Diablo 3. Und Erwischt ihr mich hier. nicht? Nicht mal ein ganz kleines bisschen? Okay, ja, gehen wir wieder zurück. Und schauen wir uns Hallen der Agonia Ebene 3 an. Langsam kommen wir auch zu Magda, glaube ich. Die blöde Kusch. Ich werde stärker. Wird Bei wirklich. allem, was heiß Wow, ist. wow, 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 Seht ihr wow, den wow. Feind da drüben? Können wir mehr von denen finden? Bitte. Und wieder blaue. Nicht schön. Na, ah, die. Nee. Ich Nee, nee, gebiete nee. Disziplin. Weg. Wow. Calm down, man. Calm down. Wow, das war echt knapp. Der hat uns locker gekillt. Locker. So. Was haben wir gekriegt? Eine bessere Brust. Natürlich anziehen. So. Das muss eigentlich down gehen. So. Schauen wir uns hier um. Perfekt. Entschuldigung. Und. Oh, nee, komm. So. Schön lecker. Bam, bam, bam. Hat eine Legendary gekriegt, mein Kumpel. Und natürlich postet er mir das. Und hier kommen bestimmt wieder Zombies von diesen Feuerdings nicht, okay. Wow! Okay, ja, die sehen mich trotzdem nicht, also. Haben die null Chance, mich zu killen? So. Ihr habt bestimmt auch, wenn ihr hier beim Let's Play anguckt, beim Magier gesehen. Boah. Und ja, der Magier ist auch jetzt Level 60. Und hat Inferno auf. Ja, er ist Akt 1, mein Main, hat, ist schon bei Akt 3. Ich komme halt kaum noch richtig Diablo zu spielen. Und alleine habe ich auch keine Lust, irgendwie alleine zu zocken. Ja. Und die Rap-Kosten, das ist echt, es geht wirklich gar nicht, was da irgendwie vom Rap-Kosten abgezogen wurde. 20.000 für eine gelbe Rüstung, also bitte, Blizzard, ich bitte euch. So. Hier gibt's nichts. Gehen wir mal hier runter, wenn wir schon mal hier sind. No. Weg, weg. Oh, ich brauche Chakram. Ja. Ich werde Chakram nehmen. Also Chakram. Aber ich spiele gerade hier nur mit Nahkampf. Gegen einzählige Ich Gegner. warte immer noch. So. Okay, hier geht's runter. Schauen wir uns nochmal andere Seite an. Gemeinsam mit seinem Herrscher zerstört worden. Leider nicht, leider nicht. Und durch. Jawohl. Nein. Hier gibt's schon auch was. 100 pro Gegner. Ah, nee, nicht hier.
Oh, die Stelle hasse ich. Hier gibt's auch gar nichts. Das sag ich schon mal im Voraus. Also nur... Ja, nur Truhen, die kaum was droppen. Aber ich zeig's natürlich auch. Okay. Was hat der und der nicht? Angriffsgeschick, 2 maximale Disziplin. Und der hat 6% magische. Ja, die lasse ich. Oh, da ist noch ein Trank. Wow. Ah, ein Wegpunkt. Deswegen. Und Bücherständer. Okay. Ich hab nicht mal geschwitzt. Gott. Buchständer ohne Buch. Nice. Sehr schön. Okay, hier gibt's auch nichts. Ah, wie ich gesagt habe, es gibt nichts Besonderes hier außer halt dem Wegpunkt. Aber wir werden sowieso nicht sterben. Also. Und jemals, wenn wir jemals versterben sollten. Ich kann es nicht versprechen, dass ich jetzt den ganzen Let's Play hier irgendwie auf Godlike mache und wirklich überlebe. Obwohl. Ach, schauen wir mal. Ein würdiger Gegner. So, jetzt können wir es endlich gescheit nutzen. Das war nur ein Vorgeschmack. Und tot ist er. Und die beschwören auch wenig. Also bis kein Morgen. Warum treffe ich denn nicht? Jetzt noch einer. Ja, da kommt 100 pro noch einer. Nee, doch nicht gut. Da ist wieder ein Bücherständer ohne Buch bestimmt. Ja, was habe ich gesagt? Ein Bücherständer ohne Buch. Was macht? So, genau das habe ich gemeint. So, ich glaube, wir haben alles erkundet hier. Dann ändere ich schnell mal jetzt meine Attacke. Und zwar, ich werde das hier brauchen. Und anstatt Salto nehme ich in eurer Heimat mit Verbrechern um. Schattenkraft. Sie erhalten Wasser und Brot für 3 Tage und werden verbannt. Wie seltsam. Im Orden werden sie einfach hingerichtet. Die Armen. Ja, okay, auch. Genau. So, jetzt werden wir gleich eine fürchterliche Entdeckung machen, denke ich. Ich spoilere aber jetzt nichts, ich bin leise. Ich bin jetzt leise, bis wir dort sind. Natürlich nicht. Hättet ihr wohl gern, ne? So. Jetzt sind nur noch Gegner. Speicherpunkt. So, was wird jetzt hier passieren? Okay, Kammer des Leidens. Ich würde sagen, los geht's. Aha. Oh oh. Lea ist sich da ist sie. Zurück in Tristram und heult sich über der Leiche des alten Mannes die Augen aus dem Kopf. Schon bald wird sie wegen noch jemandem weinen können. Deinetwegen. Ich darf vorstellen, der Schlechter. Oh oh, oh oh. Na, nein. Oh je, oh je, oh je, oh je. Okay. Oh je, yeah. Okay. Scheiße. Weg, weg, nein. Weg. Ja, okay, der kriegt voll aufs Maul. Unsichtbarkeit. 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 So kriegen wir nur Schaden. Nochmal. Okay, jetzt muss ich aber weg. Wow, 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 wow. Weg mit dir! Heil!
Ich hasse den einfach nur. Na, oh. Oh, oh. Überall Feuer. Autsch. Ich brauche unbedingt Unsichtbarkeit sofort. Nein, 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 nein. Treffe ich ihn? Ja. So. Drei. Ihr könnt zusammen runterzählen. 3, 2, 1 und BÄM! Der Schlechter fällt! Genau so habe ich es gemeint. Gegen die Wand und so fällt er um. So, was haben wir gekriegt? Ein Morgenstern, eine Fellhose, Wächterbogen und jede Menge Gold. Ich verstehe nicht, wie das Böse am hellsten Tage bestehen kann. Sollte es das Licht nicht fürchten? Wenn es wahrlich böse ist, ist ihm das egal. Aber das Licht ist der Feind des Bösen, im übertragenen und wörtlichen Sinne. Okay. So, was haben wir gekriegt? Erstmal aufmachen. Ein Streitkolben. Schrott. Ein Bogen. Mist. Komm, etwas Gescheites jetzt von dem... Oh Gott, gar nichts. Meine Güte, komm, machen wir weiter. Da unten ist bestimmt. Ups, ich habe gedacht, wir haben noch Salto. Okay, ich habe es eigentlich gar nicht gebraucht, muss ich ehrlich gesagt. Dann nehmen wir Salto wieder. Nee. So. Nein. Oh. Leute. Drücke mal S. Das ist eine RI, meine ich. Oh, oh. Helfen wir. Moment. Was wollte ich machen? Genau, Lauffeuer. So. Schließen. Schließen. Ich helfe dir, Fremder. Nein, 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 nein. Jawohl! Oh oh. Moment. Ich sterbe. Packt euer Schwert. Mein Schwert. Boom! Jetzt erinnere ich mich. Ich war ein Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war. Ich bin Tyrael, der Engel der Gerechtigkeit. Es war er. Es war die ganze Zeit ein Engel. Was hat er uns zu sagen, der liebe Engel? Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt, Freund. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Chaldeum gefallen. Ich werde vor nichts Halt machen, um sie zu töten. Alle von ihnen, bis ihre Leichen höher gestapelt sind als die höchsten Türme. Wir müssen schnell handeln. Lasst uns nach Tristram zurückkehren und uns vorbereiten. Okay, los. Sprecht mit Neutristam mit Tyrael. So. Steht auch die Lea. Die Zeit wird knapp, Freunde. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Chaldeum. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Wir schulden ihm mindestens das. Doch danach muss er gerecht werden. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann um Kane. So, ich würde sagen, das war ein richtig nicer Akt, was wir hier gespielt haben. Sage ich jetzt schon mal, das ist Ende des Akt 1. Ja, Skelettkönig und Schlechter sind down. Wir haben viel durchgemacht. Haben viele Abenteuer erlebt. Ich würde sagen, ich werde der Akt 2 jetzt dann
in einem neuen Part machen. Und ja, erstmal zeige ich schnell mal Caldeum, wie es aussieht. Reden wir mal mit dem Karawanenmeister. Sollen wir nach Caldeum aufbrechen, mein Freund? Bitte. Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan. Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? So bin ich gefallen, freiwillig. Einzige Hoffnung für diese Welt ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Tristram sicher ist, reise ich nach Caldeum, der großen Stadt des Ostens. Sie ist einem der letzten Herrscher der Hölle in die Hände gefallen. Belial. Ich werde sie von ihm befreien. Ja, jetzt habt ihr den schönen Video gesehen, wie Tyrael überhaupt gefallen ist und ja, die Beerdigung von Deckard Cain. Mögest du ruhen. Und ja, jetzt sind wir hier in Caldeum. Akt 2 hat angefangen. Und ja, ich würde sagen, ich beende es jetzt hier mal und ja, wir sehen uns dann auf
Auf jeden Fall in Akt 2, würde ich sagen. Jo, danke, dass ihr Akt 1 angeschaut habt. Und ich hoffe, ihr guckt jetzt noch Akt 2 mit mir. Also spielt das mit mir zusammen. Und ja, das war's nochmal. Und tschüss, bis nächste Mal.